So in etwa. Oder habe ich mich auf der anderen Seite verbaut? Warte mal, ich öffne mal kurz am 2PC hier meine Skizze. Geht gleich weiter. Ich zähle das hier mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, geh weg, 15, 16, 17, 18, 19. Nee, also ich habe mich tatsächlich nicht verbaut. Wir brauchen nicht noch mehr Lapslazuli. Gott sei Dank. Aber, apropos, ich mache hier mal ganz kurz, weil wir später noch die Erde brauchen, so als grünen Grasblock. Obwohl, waren die grünen Grasblöcke jetzt nötig? Ich weiß nicht. Aber wir haben sie jetzt erstmal für den Falle eines Falles. Und dann machen wir hier wieder schnell dicht. Und dann habe ich nämlich jetzt das Mittelteil hier versetzt. Weil, das Ganze muss jetzt noch um zwei versetzt werden. Und dann... Dann muss, glaube ich, auch die Rückwand da noch versetzt werden. Oh, nee. Oder ich lasse es einfach so. Das geht natürlich auch. Nein, das geht nicht. Weil hier halt später noch was hinkommt. Und das stört sich dann mit dem Ding hier. Oh, nee. Das ist nicht wahr. Na gut. Da müssen wir halt hier erstmal trockenlegen. Nicht, dass hier das Wasser gleich noch rauskommt. Muss ja nicht sein. Ah, ich habe mich vertan. Es tut mir leid. Dachte ich, wir sind fertig. Und dann sowas. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Das ist super. Nein! Ist die Katze ertrunken? Ich habe nur im Hintergrund irgendeine Katze Geräusche machen gehört. Die Katze ist ertrunken. Nein! Oh, nee. Erst verbaue ich mich, dann ertrinkt noch eine Katze. Ich fühle mich heute echt schlecht. Muss ich ja sagen. Na gut. Dann müssen wir mal wieder für ein bisschen Katzenpopulation sorgen. Wie? Er hat Katzenpopulation gesagt. Das ist nicht witzig, das ist eine Tatsache. So, wir müssen hier unten einmal was rausrücken. Einmal das. Und das. Und dann hätte ich natürlich auch gerne diese Dinger da. Die muss auftauchen. Muss auftauchen. Schneller, so. Okay. So, die Dinger habe ich schon mal. Der unter uns hier kann auch weg. Dann wird hier jetzt alles einmal gleich schön zugebaut. Mal schön hier mit dem Koppel. Ach, es ist nicht wahr. Aber ich wusste nicht, dass Katzen hier tatsächlich nicht so richtig schwimmen können. Das wusste ich echt nicht. Es tut mir leid. So. Also bis hier muss das quasi dann gebaut werden. Das bedeutet, wir können hier das auch alles rausruppen. Ne, so in etwa dann. Genauso wie den Lapis-Lazuli-Block hier. Und den da drunter. Und dann muss ich das nur noch einsammeln hier. Meins. Und ja. So ist das. Hier kann ich erstmal so einen Erdeblock hinsetzen. Ich weiß, ich bin im Moment ein bisschen verschwenderisch mit der ganzen Erde. Aber ganz ehrlich, im Moment haben wir halt auch wirklich was und ich muss ja nicht so viel Terraforming machen. Und da geht das dann, denke ich mal, schon in Ordnung. So. Das Ganze kommt nämlich dann hierhin versetzt. Jetzt ist natürlich wieder ganz viel Spaß hier beim Bau. Weil, wegen dem Wasser und sowas, das wird gar nicht zu Problemen führen. Nein. Gar nicht. Wie kommt denn da auf? Oh, den hätte ich wahrscheinlich auch lassen können, den eben einen, aber okay.
Super, ich muss jetzt demnächst auch wieder angeln hier. Dann nehmen wir uns halt irgendein tolles Gesprächsthema. Wo wir dann halt nebenbei ein bisschen angeln können. Wenn ihr irgendwelche tollen Gesprächsthema wieder habt, über die ich mal ganz dringend reden soll, dann könnt ihr es nach wie vor immer mal wieder in die Kommentare schreiben oder mir per PM schreiben. Oder sonstiges. Ich bin grundsätzlich offen für alles. Nur beim Fußball hört es dann auf. Weil ich habe nach wie vor keine Ahnung vom Fußball und brauche ich auch nicht. Und sonst eigentlich... Man kann mit mir eigentlich sonst über alles reden. Ich bin da ja nicht so. So. Erstmal alles weg hier. Diesen ganzen Mittelteil hier. Obwohl Mittelteil ist das ja nicht mal. Jetzt schwimmt hier so ein Lapis-Lazuli-Block über mich hinweg, oder was? Was war denn das gerade? Ich will alles haben hier. Gib mir alles. Gib mir alles, was du hast. Und dein Geld. Ist das ärgerlich, ey. Ich ärgere mich echt tatsächlich so ein bisschen. Aber was soll man machen? Sowas kommt vor. Ist ja jetzt kein Beinbruch. Aber es ist verdammt nervig. Und die Leute können wahrscheinlich schon den Pool schon gar nicht mehr sehen. Die hassen ihn schon. Bestimmt. Sie wollen den Pool nicht sehen. Jetzt geh da rauf, verdammte Kacke. Ja, es ist nicht wahr. So. So, so, so. So, der kann, glaube ich, bleiben, weil wir nämlich hier dann hier so, so und so und so. Das Ding hat ja dann eine Dreier-Innenleben. Das heißt, hier kann da noch einer hin. Hier können dann ein paar hin. Und dann wird das hier dann abgeschlossen. Genau. Dann kommt das, wie gesagt, hier hin, dann dahin und dann dahin. Bestimmt habe ich auch irgendwo einen Lapis-Lazuli-Block einfach liegen lassen. Traue ich mir durchaus zu. Aber okay. So. Glowstone, wo bist du? Du wunderschöne Glowstone. Dich setzen wir mal dahin. Und es wird dunkel, das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Dann legen wir uns mal schnell pennen. Nicht, dass die hier noch durch unseren Vorgarten da kommen und sowas. Muss ja nicht schon wieder sein. Stehe ich ja immer noch nicht so drauf. Es wurmt mich ja echt so ein bisschen, ne? Weil wir haben jetzt noch nichts wirklich erreicht, außer ein bisschen Glowstone gesammelt und sonstiges. Aber wir sind ja nur keinen Schritt vorwärts. Wir sind stattdessen wieder einen Schritt rückwärts gegangen, um wieder ein bisschen vorwärts zu kommen. So. Was willst denn du? Ja, das will ich aber auch meinen hier. So. So, 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 so. Ja, also das, was Let's Player immer sagen, wenn sie nichts wissen zu sagen, erstmal so. Ne? So, Kies, kommt mal her. Dich setzen wir mal hier drauf. Erstmal. Dann hier muss, glaube ich, kein Kies hin, aber... Die Slabs, die brauche ich jetzt mal wieder. Weil die müssen ja jetzt hier auch wieder rangesetzt werden. Bis hierhin, glaube ich. Dann kommt das hier hin. Ich muss mir auch mal Inventory-Tweaks holen. Soll ja ganz gut sein. So, ist das jetzt hier dann so richtig? Ich glaube schon. Ne, der hier war vorher nicht, ne? Glaube ich. Kann gut sein. Kann auch nicht sein. Ich weiß es nicht. So, aber zumindest müssen wir keinen Lapis Lazuli holen. Das ist schon mal gut. Ich dachte jetzt schon, nämlich, dass wir uns so verbaut haben, dass uns da noch Lapis Lazuli fehlt. Aber Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Der hätte, glaube ich, auch bleiben können. Machen wir den hier nochmal hin. Machen wir den hier hin. Und dann kommt hier sowieso wieder überall einer drauf. Ne? Einfach weil muss sein. Wir haben gar keinen Eimer mehr, ne? Das ist schlecht. Eisen haben wir wahrscheinlich auch gerade nicht dabei. So, 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 so. Und so. Naja. Aber
Moment, Moment, ich arbeite dran. So. Jetzt haben wir es aber. Gut. Da haben wir das. Dann können wir zusehen, dass wir jetzt hier alles wieder zubauen. Irgendwie. Das kommt da mal runter, das kommt da runter. Hier können dann noch ein paar raus. Weil die hier nicht zwingend sein müssen. Das packen wir schon. Irgendwann, früher oder später. Wenn ich immer aufgetaucht bin. Na, jetzt hoch hier. Ich will jetzt nicht verrecken. Mit meinen 30 Leben. Ich dachte jetzt schon, was ist denn da für eine Kreatur? Ich hab schon leichte Paras, ja. Gibt's dazu. Wer schuld? Natürlich Outlast. So, und jetzt hier mal schön unter Wasser. Erstmal ein Brötchen knabbern. Schönes Wasserbrot. Es gibt auch nichts Leckeres. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Was ich weiß, ist, dass wir jetzt ein bisschen was bauen müssen. So. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Hier auch nochmal. Halt, na, warte, ist das dann jetzt noch richtig? Ja doch, 5er Breite ist richtig. So, und hier unten nochmal. Dann haben wir es eigentlich auch schon gleich geschafft und wahrscheinlich fehlt mir irgendwo ein Lapis-Lazuli-Block. So, so. Normalerweise müsste es ja jetzt genau aufgehen. Aber es sieht so aus, als fehlt uns da jetzt wieder was. Es gibt's nicht. Habe ich irgendwo ein paar Blöcke übersehen. Ja, hier kommt dann hier unten einer rein. Ne, hier kommt dann... sag schon. Ein Glowstone dann gleich rein. Ja, damit hier auch wieder alles schön einheitlich ist. Da oben drauf kann ich jetzt einen Kobbel setzen. Weil ich brauche ja nicht so viele Kobbis. So, dann kommt davor einer und da unten einer. Das heißt, wir brauchen noch zwei. Aber zum Glück haben wir die ja noch über in unseren Truhen. Da können wir jetzt nochmal hingehen. Uns auch den Eimer holen. Oder einen zumindest. Hier, ein. Ach, ich habe auch einen Eimer dabei. Ja, das ist ja... Gut. So viel dazu. So viel zum Thema. Wir haben gar keinen Eimer dabei. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. So, und wieder zurück. Hier wieder ums Eck. So. Und dann müssen wir das dann hier so reinsetzen. So, einfach mal hier erstmal rausgraben. Grab schneller. So. Dann hier eine reingesetzt und davor jetzt ein unglaublicher Glasblock. Oh Gott, es ist unglaublich. Es ist tatsächlich ein Glasblock. So, dann machen wir mal so. Nehmen hier einfach Wasser so mitten aus dem Tümpel und begradigen hier alles ein bisschen, soweit es geht. Da muss ich jetzt wahrscheinlich wieder so eine Erdschicht drunter setzen, sonst wird das wieder nicht gerade. Na gut. So, dann hier wahrscheinlich auch noch irgendwo. Ja. So, jetzt müsste aber alles gerade sein, endlich. Wenn jetzt nicht da drüben noch irgendwas sein sollte. Aber ist nicht. Gut. Dann können wir es jetzt wieder getrost alles abbauen. Habe ich denn jetzt noch Schaufel dabei? Zum Glück ja. Ich versuche mich auch gerade anzugewöhnen, hier das mit den Shortcuts gleich draufzusetzen hier. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das lange merken kann. Mal gucken. Mal gucken. So. Jetzt haben wir natürlich auch gleich Wasser hier rausgenommen und setzen das gleich hier in unseren Jacuzzi. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. So. So viel dazu. Da. Ah. Was ist da nur los mit dem ganzen Wasser hier, dass es immer nicht so ganz toll wird? Ich weiß ja nicht. Das war auch mal anders. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. So. Alles mitnehmen hier. Und jetzt kommen wir dann zum Eigentlichen, was ich hier eigentlich hinbauen wollte. Voll genervt und so. Nee. Und zwar
Nehmen wir nämlich dafür jetzt so einen Eichenblock hier. Setzen den hier hin. Ganz auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Ja, hier. Und pass auf. Das war... Ja genau, das war dann hier. Einmal so. Na, super. Mach dich da drauf, danke. Kannst du hier auch nochmal. Während mal wieder im Hintergrund die epische Ninja Gaiden Musik läuft. Die Musik ist nach wie vor geil. Das Spiel dazu ist echt scheiße. Oder verdammt scheiße schwer. Und der Soundtrack gefällt mir nach wie vor. Aber das ist ein anderes Thema. So. Hier machen wir jetzt einfach mal so kleine Stegbrücke, was auch immer. Damit man sich da mal irgendwann hinstellen kann und sinnieren kann über das Leben oder was weiß ich nicht. Und damit man hier nicht runterfällt, macht man hier dann auf den oder gegen den Baumstämmen hier einfach mal so ein kleines Geländer. Ne? Man kann da immer noch rüberspringen, wenn man möchte. Aber muss ja nicht sein. Ne? Dann kann man hier immer noch so planschen. Yay! So, das ist das. Hier in die Ecke. Dann machen wir mal Folgendes. Ich habe ja Slabs. Slabs werde ich jetzt wie folgt platzieren. 1, 2, 3. Zack. Und dann hier hin. So, und dann kommt hier ein Erdeblock hin. Da kommt dann später mal ein Baum drauf gepflanzt. Und damit unter diesem Baum dann nichts spawnt, kommt jetzt, pass auf. Einmal so. Das war zu viel, verdammt. Mach ich das halt wieder zu hier. Mach ich mal so. Ich habe kein Glas dabei, ne? Das ist, okay. So, jedenfalls kommen hier dann zwei Glasblöcke drauf und dann ist das hier modisch beleuchtet hier. Aber okay. So. Haben wir jetzt den Pool überarbeitet, haben ein bisschen Glowstone besorgt, was wahrscheinlich nicht reichen wird und so. Aber okay, ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause und während sich die Sonne mal wieder in den Zenit neigt, gehe ich auch schon wieder rein. Ich höre auch schon wieder irgendwo einen Zombie. Das gefällt mir wieder nicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Der Zombie ist so verdammt nah. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es bestimmt irgendwann herausfinden. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen. Bis denne. Tschüss.